Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von New World. So, ich habe das jetzt mal endlich herausgefunden, das ist eigentlich auch ganz leicht, ich habe nur nicht richtig hingeguckt. Hier einfach Tagebuch öffnen, Dokumente und hier ist das dann jetzt auch. Während du die Symbole anstarrst, scheinen sie sich in deinem Gehirn seltsam zu verdrehen. Du kannst die Gestalten der Laute in deinem Kopf spüren. Auch wenn du keine Ahnung hast, was sie bedeuten könnten. Alles, was du verstehen kannst, ist, dass es um einen Plan der Verderbten geht, die zornigen Erdkreaturen anzugreifen. Ah klar, das ist dann hier wohl die deren Sprache. Und naja, okay, gut. Gut, jetzt weiß ich das ja. So, und jetzt reden wir mal mit dir. Ich hörte die Schreie. Und mich erfüllte dabei eine tiefe Zufriedenheit. Haben die elenden Kreaturen etwa vor, die Erde auch andernorts auszubeuten? Unmöglich! Die wissen doch, dass die zornigen Erdkreaturen immun gegen ihre böse Magie sind. Wir sind dir aber sehr dankbar. Du hast ihre niederträchtigen Pläne empfindlich gestört. Deiner Bitte wurde stattgegeben, Mensch. Wisse, dass dafür ein großes Opfer nötig war und dass es so ein Geschenk nie wieder umsonst geben wird. Du bist jedoch ein bewundernswertes menschliches Exemplar. Ich hoffe, er kann dich gut beschützen. Gut. Reise nach Anderbiegung. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Eine Kiste. Gucken wir jetzt mal rein. Beil des Priesters. Na gut. So, warte mal. Rüste 270, 288, Schaden 320, 250, 349, 254. Nö. Kann weg. Oh, warte mal. Nee, warte mal. Der macht hier Schaden 254 und 252. Die ganze Konstitution. Ja, dann kann weg. Kann weg. So, was haben wir denn jetzt hier? Retterstiefel. Ja, der hat aber hier ein... So ein Edelsteinplatz. Und der auch. Außerdem hat die ausgerüstete Geschick und Konstitution. Ja, nö. Kann auch weg. Kann auch weg. Das behalte ich erstmal. Aber der Rest kann weg. So, wo muss ich denn jetzt hin? Alles klar. Warte mal, wo ist denn jetzt hier eigentlich mal? Der Geisterschrein. Warte, wenn der da irgendwas abbaut. Kann ich das hier auch? Nö.
Angadiong. Ja, wo waren das jetzt hier nochmal? Ach, hier. Okay, aber erstmal will ich hier den ja mal plätten. Och, Subi! Glaube ich ja jetzt nicht, ne? So, wo ist er jetzt? Alter, so ein großer Bison kann doch nicht einfach so sich in Luft auflösen. Der ist weg. Glaube ich ja jetzt nicht. Der ist weg. Naja, ist egal, scheiß drauf. Ja, wir sprechen gleich mal mit ihm. Aber jetzt gucken wir uns ja nochmal in der Hütte hier um. So, Augenblick mal bitte. So, da bin ich wieder. Mein Kater wollte gerade mal kurz was von mir. Ich bin erleichtert, dich wiederzusehen. Mein Herz freut sich sehr über die neue Hoffnung, aber ich kann nicht mehr umkehren. Konntest du einen lebenden Samen der zornigen Erdkreaturen erlangen? Das überrascht mich nicht. Die zornigen Erdkreaturen sind keineswegs unsere Verbündeten. Aber du bist geschickt darin, zu bekommen, was du willst. Für den nächsten Schmiedeschritt des Stabs benötigst du eines unserer gesegneten Kreuzstücke. Eins zu bekommen wird kein leichtes Unterfangen, denn sie liegen nicht einfach so in alten Höhlen rum. Nirgendwo. Wir mussten sie alle einschmelzen, um Waffen für den Krieg zu schmieden. Die gute Nachricht ist, dass du stark und schlau genug bist, um selbst eins zu schmieden. Silber. Eine beträchtliche Menge. Dann musst du es im Amrain-Tempel schmieden. Die uralte Schmiede. Dieses Glühen und der Schmiedemeister Ezra. Ich habe keine Ahnung, in welchem Zustand sie heute ist. Okay.
Okay, Silberbarren. Ich habe ja schon Silber abgebaut. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr, ob ich jetzt genügend Silberbarren habe. Ach, Quack. So, da muss ich erstmal kurz... wo sind jetzt hier mal? Ja, hier. So. Alles klar. Gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal an der Stadtprojekttafel einmal abgeben. So, jetzt gucken wir erstmal nach. Habe ich genug Silberbarren? Habe ich überhaupt Silberbarren? Ja. Wie viel brauche ich? 5 waren das, ne? Alles klar, 5, gut. Warte mal, nee, die Tafel, die war da oben. Alligator, ein Alligator soll ich platt machen. Toll, ich habe schon mal einen Alligator platt gemacht. Weiß noch nicht mehr wo. So. Wo muss ich denn jetzt mal hin? Da muss ich jetzt hin. Ach du Scheiße. Gut. Na, wollen wir mal, ne? Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wo fällt mir gerade ein, wo hier überall auf der Karte Startpunkte sind? Denn ich bin ja hier. Gestartet hier in der Ecke hier und in dem Bereich hier. Aber wo gibt es ja sonst noch überall so Startpunkte? Denn ich weiß, dass es auch Spiele gibt, die woanders gestartet sind. Ich habe nur keine Ahnung, wo. Egal. So, und jetzt hier einfach gleich links rum und dann immer den Weg nach. Hier schon, ne? Ja. Die Ecke hier war ich auch noch nicht so. So, warte mal, ich glaube, da ist etwas, was ich mitnehmen kann, ne, oder? Also hier ist nur mal ein Busch. Aber da, das ist so eine Blüte. Da hier, na, wie heißt das Ding hier nochmal? Ja, Blütenknappenwedel. Habe ich da vorne jetzt noch was in meinem Inventar?
Blütenkappe. Ja, warte mal ganz kurz. So, da muss ich jetzt auch mal dran denken, dass ich jetzt auch mal Feuerstein das mal sammle und dann mal ein bisschen Frischholz mitnehme. Nein, nein, wollte ich noch gar nicht. Ich wollte den Feuerstein aufsammeln, aber ist egal, dann hauen wir das Ding auch noch mal kurz kaputt. Ich muss Bergbau eh nochmal auf 50 hochbringen, fällt mir gerade ein. Ein bisschen Frischholz. Ja. Alles klar. Denn, bevor ich da reingehe, da werden unter Garantie auch wieder Feinde rumrennen. Will ich ja ein Zeltlager wieder bauen, damit ich nur die Spawnpunkte habe. So, was ist das hier eigentlich? Kann man da? Ach nee, ist nur das Sonnenlicht, der Mondlicht. Ich dachte mir gerade, das wäre irgendwie was man abbauen kann. So. Da wollen wir doch mal gucken hier. Ist da zufällig ein Zeltlager? Ah ja, da ist eins. Gut, da brauche ich ja keins bauen. Gut, und hier fängt das ja auch schon an. Okay, jetzt können wir mal gucken, was das denn hier eigentlich ist. Das ist das Fragezeichen. Kanan, Grab, Krabs, Grabestätte. Grabstätte meine ich. Zu welchem Zweck dienen diese Kugeln? Das würde mich auch mal, interessieren. So, warte mal, jetzt aber statte ich doch nochmal. Ah ja, stimmt ja. So, was haben wir denn jetzt hier? So, wo? Da muss ich hin. Gut. Ach, Kacke. Ja, hallo, darf ich jetzt mich auch mal wehren? Dankeschön.
Ach, Kacke. Ja, jetzt. Alter. Alter, das war eben gerade mehr als knapp, ne? Das war ja mehr als knapp. Ne, da muss ich erst mal warten, bis ich mich hier wieder komplett geheilt habe. Und Zeltlager kann ich hier jetzt auch nicht aufschlagen. Ne, ne. Also. Ja gut, dann respawnen die jetzt alle wieder. Ja. Scheiße. Warte mal, vielleicht soll ich dann doch mal wieder den hier nehmen. So, dann ich muss ja jetzt irgendwie vermutlich mal da oben rein. Also, gut, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, ein Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.